Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Krude Anwälte? Oder so? Man weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge ganz, ganz viele neue Anwälte uns hier angelacht, quasi. Die echt eine Menge zu tun haben bei uns. Aber das musste einfach sein. Ich bin mir sehr sicher, das musste einfach sein. Wir wollten mehr Anwälte, wir kriegen mehr Anwälte, wir haben mehr Anwälte. Irgendwem ist es zu laut. Okay, man kann es leider nicht mehr sehen. Barbara, der Klassiker. Und euch geht schon wieder das ganze Geld aus. Wie schafft ihr das? Ja, hier 100 Millionen. Damit seid ihr 112 Millionen wert. Oh Gott. Und der Lead Design ist schon strong. Der ist schon sehr stark. Der ist schon krass. Dann könnte man überlegen, ob man den fürs nächste eigene Betriebssystem einfach headhuntet und sagt, der kommt jetzt bei uns mit rein. So ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der Folge jetzt hier das Betriebssystem hier endlich mal rauskriegen. Aber gut, wenn wir hier so viele Sachen hier machen immer, dauert das natürlich alles eine ganze Weile. Oder Anwälte 9, warum? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier ein paar Lampen angehen. Vielleicht habe ich es auch komplett verpasst, dass hier Lampen angehen. Wie viele Leute seid ihr denn? 7. Ihr seid nur zu 10. Was? Zu 2. Ah, guck mal. Jetzt, na, da kommen sie langsam. Die Teams werden ja auch relativ schnell immer größer. Hosting-Angebote. Alle angenommen. Schön immer hosten. Sehr schön. Betriebssystem als auch Bürosoftware haben wir schon lange nicht mehr für Bürosoftware. Ein Hund im Büro oder was? Februar 2014 hoffentlich. Ja. Haben wir auch schon lange nichts mehr produziert oder veröffentlicht. Von bei der Bürosoftware. Das ist natürlich nicht ganz so gut, sind wir ehrlich. Ist nicht ganz so mega gut für uns. So, das Patent geht hier jetzt durch. Ich habe mal ein bisschen Angst, dass jetzt... die sind zu spät. Also das hätten sie jetzt auch mal einreichen können. Olets, sehr schön. Patent. Und dann geht das auch direkt schneller mit den anderen. Aber wir machen natürlich als erstes Audio weiter. Doch. Jetzt habt ihr nicht mehr so unendlich viel zu tun. Im nächsten Jahr starten wir wieder mit dem... Trust Nobody, Druckauftrag wurde beendet. Sehr nice. Das heißt, ihr geht so langsam auch in den Veröffentlichungszeitraum. 2014 wird wieder unser Jahr. Ich meine, wir machen immer noch jeden Monat irgendwie Gewinne, wo niemand weiß, woher diese 18 Millionen eigentlich kommen. Sind wir ehrlich, das wissen wir alle nicht. Aber wir machen sie. Und das ist das Wichtige. So. Ihr seid ja schon drin, Freunde. Ihr seid doch sofort drin. Jeder darf hier rein. Stabilität ist schon ein bisschen schlechter geworden. Man könnte überlegen, eine neue Plattform an den Start zu bringen. Ja. Weiß gar nicht, was braucht der Spaß denn? Also wir bräuchten so ziemlich genau alles, damit wir das Interesse hinkriegen. Funktionen sind wir nicht mehr die aktuellsten. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Vor allem jetzt, wo wir eh nicht mehr forschen, ist das eine ganz gute Idee, da mal den Epic Blue Store 2 vielleicht ranzuholen. So, wir machen mal nochmal einen kurzen Update. Aber das machen wir trotzdem. Hallo? Wisst ihr mich nicht? Okay. Mal kurz weiter. So. Er lässt mich wirklich nicht mehr. Was ist denn da los? Ich bin verwirrt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Oh, Blue, du musst doch das und das drücken.
So, Update kann ich machen, aber ich kann nicht nochmal hier in diesen Bildschirm rein. Bin sehr verwirrt. So, das ist in Ordnung. Ja, es kommt auch auf den Monat nicht an. Also wir sind ja immer noch mit 32 Millionen Usern auch durchaus ein relevanter Player auf dem Markt. So, das geht relativ flott. Jetzt geht's wieder. Okay, da hat er wahrscheinlich irgendein... Was weiß ich was. I don't know. Epic Blue Store Nummer 3. Nummer 2. Nummer 3 wäre natürlich auch funny. So, Networking. Wir machen alles mit rein. Auch wenn es vielleicht nicht brauchst. Review System. 9 out of 10. It has a little something for everyone. Ist bei den anderen auch? Colorful. Oh, wie geil seid ihr denn? Maybe people aren't buying Colorful Calculator 4 because they just don't know it exists yet. Ist ja geil. So, Entwicklungsteams. Nicht das Abenteuerteam. Wait a second, kann ich? Ja, kann ich. Sehr gut. Gib mir mal ganz kurz die Teams, die wirklich nichts zu tun haben gerade. Nämlich. Ups. Drei Teams. Die Künstler sind dabei. Rollenspielteam ist dabei. 2D-Editor ist dabei. Und 3D-Editor. Tatsächlich. 3D-Editor-Team ist hier auch dabei. Das sollte ja wohl reichen an Programmierern. Design-Teams, ja, have fun. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch ein bisschen optimierter geht. Und ein bisschen besser. Und dass nicht 101 Leute Arbeit für 3 machen. So, Tech-Level ist neu. Erwartetes Interesse ist 100%. Wir erwarten 91%. Barbara Long soll das hier machen. Sind wir uns da sicher, dass Barbara Long das macht? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, wir lassen es Barbara Long machen, komm. Es soll ja auch wirklich ein gutes Produkt auch werden. Wo haben wir es? Hier unten. Können wir endlich mal wieder seit ewigen Zeiten das erste Mal wieder sehen, wie hier gearbeitet wird, wirklich. So, die verkaufen mehr Shares. Es ist uns aber egal. Oh, 2D-Editor-Team. Fortbilden. 3 Punkte hast du noch left. HR oder Multitasking? Wir machen erstmal Multitasking. HR können wir auch noch hinterher machen. Du bist 48 Jahre jung, also da warst du ja noch Jahre vor dir. So, die Ego-Shooter-Leute sind auch soweit. Das ist mega gut. Jo, von mir aus. Fiedel Robinson. Multitasking. Und aus dem Ego-Shooter-Team. Ach, guck mal, nice. Hier ist auch nur noch ein bisschen Multitasking übrig. Wedgie Sheldon. Automatisiert. Oh Gott. Den können wir eigentlich auch irgendwann mal, wenn wir ein neues Team irgendwann mal gründen, einfach da reinballern und sagen, du bist schon perfekt. Du kannst alles. Mach uns glücklich. Und auch einfach mal alles ausbilden. Multitasking. Sehr, sehr schön. Bürosoftware Service. Das heißt auch hier Multitasking. Yep. Das sind dann ein bisschen die wichtigen Sachen. Also unsere Teamleiter, die müssen wir möglichst aktuell immer halten. So, das geht doch wieder richtig schnell, oder? Wir brauchen definitiv mehr Putzkräfte. Immer eine Reinigung. Alles so dreckig immer. So, Patent. Nice. So, damit haben wir nur noch 2 Patente übrig. Damit haben wir nur noch 2 Patente übrig. Das sollte durchaus ganz gut gehen. Bin ich ganz gut. Ganz guter Dinge. So, das sieht auch noch in Ordnung aus. Alles gut. Ein paar sind im Urlaub, ein paar sind krank. Man kennt es. So.
Nächsten Jahr geht's los. Nächstes Jahr kommt die Veröffentlichungsflut. Das wird sehr, sehr großartig. Ich hab das so ein bisschen im Gefühl. Das wird der Wahnsinn. Das wird wirklich schön. Aber wir kriegen es vor allem ab nächsten Jahr mit. Gott. Auf der einen Seite wollen wir nächstes Jahr natürlich wieder reinstarten in die Forschung. Aber auch, da wir so viel entwickeln, so viel veröffentlichen, entwickeln wir ja wieder neu. So rum, meine Güte. Und damit sind unsere Designer dann natürlich wieder allesamt fleißig am Arbeiten bald. So, du brauchst hier einen Künstler. In Edbert Anti-Blue System. Wo haben wir dich? Ach, da oben. So, Update-Teams brauchen echt inzwischen alle Künstler, ne? Aber es ist ganz nett, dass er uns einfach mal Bescheid gibt. Weil dann können wir das hier einfach reinbringen und dann passt das. Dann können wir die Updates auch fleißig machen. So, drei Leute sind unhappy und wir wissen ja alle, das sind immer nur die Port-Teams, die das sind, die hier unzufrieden sind. So, das sieht aber an und für sich ganz gut aus. Ja, wir sind durch mit Portierungen, das heißt, wir können wieder neue Portierungen ansetzen. So, eigene Veröffentlichung. Wir sortieren wieder nach Datum. Grün und Grau 2, können wir das portieren? Wer soll das denn überhaupt portieren? Die Portierungsteams, das Core-Team auf jeden Fall. 3D auf jeden Fall, Sportspiel schon mal nicht. Rollenspiel schon mal auf jeden Fall und Antivirus auch nicht. Okay. Ja, zumindest hierfür können wir es auf jeden Fall nochmal machen. Dann Portierung. Ne, 20.000 sind mir nicht genügend Nutzer. 20.000 sind mir nicht genügend Nutzer. Aber fürs eigene können wir es auf jeden Fall machen. Täglich angeschwitzt. Portierung. Können wir nochmal drauf drücken. Mobile Call 4. Das könnte auch ein Spiel sein. Oder ein Film. Aber Filme gibt es hier nicht. Von daher. So, und Sound Blue 5. Ich bin schon fast gewillt, selbst das zu machen. Damit wir auch noch das letzte bisschen hier irgendwie rauskriegen. Aus Sound Blue 5. Denn wie viel haben wir noch über? 180.000. Aua. Das ist durchaus ein Aua wert. So. So, ihr seid jetzt gleich schon in Phase 3. Mega gut. Das Patent läuft auch ganz gut. Ist jetzt Oktober, November, Dezember. Januar. Januar können wir dann hier wieder loslegen und dann schaffen sie es vielleicht sogar alles. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, Hosting. Hosting ist eigentlich geschenkt aktuell. Ist einfach nur Geld, was wir einfach mit einsammeln können. Und wenn wir mal auf Finanzen gehen, 300.000, ne? Durch die Angebote. Jeden Monat 300.000. Das läppert sich natürlich, ne? Natürlich, wir sind im Milliardenbereich inzwischen. Aber es läppert sich natürlich trotzdem alles wie gewohnt. So lobe ich mir das. Ich sag's, wie es ist. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Ich meine, wir haben, was Spiele angeht, schon ein bisschen was. Ja, es ist. Ja, wir wissen, dass unsere Fans das merken. Wir wissen das doch. Deswegen veröffentlichen wir doch im Februar. Na, ah, Burglars wieder. Hab mir jetzt nicht schon. Vor allem, das sind ja nicht mal kleine Dinge. Also, wie wollen die das denn mitnehmen, Freunde? Nimmt doch wenigstens einen Computer mit oder so. Das ist so wenigstens realistisch. 50 Millionen, nee. Finde ich nicht realistisch. 50 Millionen finde ich zu wenig. Ich glaube, ich brauche hier einfach noch eine Überwachungskamera rein. Ich mache hier noch eine Überwachungskamera rein. Ist es hier? Ja, ist es.
So ungefähr. I don't know. Ist, irgendwie müssen wir es hier hinkriegen. So. Ansonsten. Wir brauchen schon wieder fast mehr Parkplätze, oder? Nee, noch geht's. Also es sind wirklich viele Parkplätze dauerhaft komplett belegt. Ups. Jupp. Aber das passt schon. Das Schöne ist natürlich auch bei den, beim Finanziellen hier, dass wir das immer machen dürfen. Unsere Teamleiter machen das natürlich für ihre eigenen Leute, aber sie melden sich ja trotzdem regelmäßig und dann dürfen wir das machen mit den Teamleitern. Hosting. Bezahlt uns fürs Hosting, bitte. Jetzt ist zwei, die wollen sie auch haben. Wir haben es veröffentlicht. Wir haben Soundblue 6 veröffentlicht. Wann haben wir das denn gemacht? Hervorragend, inspiring. Ja, Portierung fehlen alle. Kann das sein? Sound ist wahrscheinlich auch noch dabei. Die haben ja jetzt auch Zeit. Sound. Ich bin blind. Wirklich blind. Sound. Da. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dringend weitere Portierungen durchführen. Und Codeboot 3 natürlich auch. So. Ich mag mir die Portierungen gar nicht angucken. Es so viele sind. So, dann schauen wir mal, wie kam es an? Wie kam es an? Wie viele haben wir verkauft? Etc. etc. Ja, 8 Millionen Einheiten. 60.000. Das sieht mir aus wie ein 5 von 5, 5 von 5 und 4 von 5. Mega gut. Soundblue 6 kommt wieder gut an. Soundblue 5 war ja jetzt nicht unbedingt der Kracher. Aber der 6er. Der 6er, der knallt ordentlich rein. Wir starten mal den Druck und sagen, ja, 100.000 können wir erstmal auf der Kante lassen. Wie viel sind da? Ja, 500.000, ne? Im Lager haben wir ja noch entspannte 500.000. Hiervon haben wir immer noch 180.000. Na ja, gut, der wird auch nicht mehr verkauft. Was soll's? Was soll's, nicht? So, ansonsten, nee, das sind nur Marketingangebote, das interessiert uns nicht. Das geht super schnell, ne? Das waren jetzt 3 Monate oder so. Januar, Forschung. Wir sind wieder soweit, 80 Millionen, krass. Wir wollen 2014 erforschen, mit allen, die dabei sind. Hier sind wir regelmäßig dabei, Hardware bringt gar nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, es fehlt auch so ein bisschen. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich noch vom Entwickler irgendwann. Die ganzen Hardware-Sachen. Weil bis jetzt können wir, glaube ich, nichts Eigenes gründen, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt irgendwie eine eigene PlayStation, eine eigene Konsole entwickeln. Ja. Achso, genau. Hier gibt es kein Patent mehr, aber wir haben trotzdem 40 Millionen damit gemacht. Ist auch ganz nett. So. Und hier natürlich auch. Jetzt haben sie natürlich wieder viel zu tun. Ja, da freuen sie sich auf jeden Fall. Unsere Freunde. 9 Leute sind in den Ruhestand gegangen. Krass. Haben wir das? Ah ne, wir passen es immer noch nicht, ne? Weil offensichtlich da hinten eine Dingens fehlt. Eine Treppe. Hier haben wir eine Treppe. Hier haben wir eine Treppe. Hier haben wir keine Treppe, weil es geht nicht mehr höher. Das Ding ist, ich kann hier auch keine Treppe hinbauen. Das ist ja mein Problem. Dass er mich hier keine Treppe mehr hinbauen lässt. Jetzt würde ich das ja auch komplett random machen. Wenn es mega dumm wäre. Sonst...
mach's einfach. I don't know. So. Und dann machen wir da jetzt einfach Willi eine Treppe rein. In der Hoffnung, dass er sich dann jetzt nicht mehr anstellt. Weint er danach immer noch? So, da können wir nichts reinbauen. Wir holen... können ihn nicht holen. Ha! Wir können ihn tatsächlich nicht holen. Okay, never mind. Na gut, aber das ist ja nicht schlimm. Wir gucken wieder unseren Anwälten beim Arbeiten zu. Ab morgen früh. Die dürfen hier wieder fleißig patentieren. Und das Team könnten wir noch hinkriegen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die beiden hier nicht hinkriegen werden. Weil bis dahin ist die Forschung halt auch schon wieder fertig, ne? Also, das ist doch einfach viel zu schnell manchmal. So, jetzt gibt mir nicht wieder so eine fiese Nachricht von wegen, die sind schon fertig. Patent, nehmen wir mit. So, jetzt sind nur noch zwei Patente übrig. Wir gucken trotzdem auf die Teams. Weiß wirklich nicht, warum hier nicht einfach die Code-Anwälte alle dabei sind. Vielleicht sind wir es jetzt, wenn wir es so eingeben. View. Da ist jetzt sogar eine Treppe drin. Was? Da ist eine Treppe. Realisiere es. Hier ist eine Treppe drin. Spiel. Träum mich doch nicht. Also, naja, besser als die 5 Millionen, die wir früher mal bekommen haben, aber I don't know. Hier würde ich es ja verstehen. Weil hier haben wir keine Treppe drin. So, warte, wir machen hier auch eine Treppe rein. Weil, warum nicht? Wir sind nett. Das ist falsch rum. So. Machen hier einfach noch eine Treppe rein. Ups. Teamdesign hat... Was? Hat seinen Teamleiter verloren. Meryl Grill ist in den Ruhestand gegangen. Team Design Netzwerk bekommt also eine neue Kraft, an der ein bisschen Design kann. Und Design Netzwerk. HR ist wichtig und wir suchen mal. Du kannst einiges. Könnt alle einiges. Born Leader. Komm, nehmen wir dich mit. Das passt schon. Ansonsten die Anwälte. Das passt überall eigentlich. 10 Leute sollte es so sein. Also du kannst ruhig mal Leute einstellen. Wahrscheinlich haben gerade Leute gekündigt. Das wäre so der Klassiker. Wir waren noch die ganze 10 Leute. Ich sehe aber keine 10 Leute. Abenteuer-Marketing hat nichts zu tun. Abenteuer-Marketing klingt auch richtig geil. Ah, schön. Das passt irgendwie. Und dann nochmal den hier mitgenommen. So. Achso, lol. Das erste, was wir machen sollten, ist natürlich auch ihm zu sagen, Arbeitsfeld ändern. Er ist Designer und darf natürlich auch ein bisschen Teamleiter spielen hier. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich ganz klar. Digitale Vermarktung, wie sieht das hier inzwischen aus? Gründe 2006, 2010, 2011. Also hier sind natürlich zwei neue Konkurrenten an Start gekommen mit Stop und Ware. Sehr cool. Sehr coole Namen auf jeden Fall. So. Sieht alles ganz gut aus. Das Patent sollten wir auch noch kriegen. Da bin ich wie immer guter Hoffnung. Wie immer bin ich da guter Hoffnung und da ist schon wieder irgendwas passiert. Message. Wir haben endlich Blauberuf 4 veröffentlicht. Gott sei Dank. Portierungen für Blauberuf 4. Büro, Büro, Team.
Ja, hier müssen wir auch wieder ganz, ganz viel portieren. Ob die Thin ist 13 Jahre alt, das wird nur weniger. Das müssen wir nicht machen. Und eine weitere Portierung natürlich noch ins eigene System. Was dann irgendwann in 2 Monaten oder so kommt. Wo haben wir das? Betriebssystem? November. Im November 14 soll es kommen. Wir sind in der Beta-Phase und haben gerade mal 900 Follower. Was machst du denn den ganzen Tag? Also, was machst du denn den ganzen Tag? Hier können wir schon mal die Künstler mit reinholen. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, haben wir gemacht. Sehr gut. Wir können das mal so ein bisschen runterziehen. Machen wir mal so 320%. Sollte allgemein schon ganz sinnvoll sein. Joanne Banks will ein Auto. Kriegt ein Auto. Beruf 4. Ah, Klassiker. Da fehlt unser Künstlerteam im Update. Nee, es fehlt nicht. Das ist auch nicht das Büroteam. Büro. Es sind schon so viele Teams, dass ich manchmal nicht mehr unsere Teams finde. Künstler. Mitgenommen. Wie kam es denn an? 3 von 5, 4 von 5, 4 von 5. Ja, ist in Ordnung. Also war schon wirklich schlimmer. War schon schlimmer. Und Antiblut 10 einfach. Krass. Die hauen aber auch wirklich raus. Patent ist durch. Das heißt, nur noch ein einziges Patent. Look at this. Nur noch ein Patent übrig. Darum kümmern wir uns natürlich auch fokussiert. Dann ist das durch. Und bis dahin sollten wir mit Hardware auf jeden Fall fertig sein. Hardware ist dann auf jeden Fall durch. Mega, mega gut. Ein Druckauftrag, den nehmen wir an. Allgemein, wenn man so mal schaut, wie viele Produkte wir hier gerade am Start haben, das ist schon ganz schön stark. Bürosoftware. Moment. Bevor uns das hier natürlich abhanden geht, einmal kurz in die Details geschaut. Ha! 18.000 und dann nur noch 4.000. Was ist denn hier passiert? Sag mir nicht, dass die Competition auf einmal kam. Wer sind wir? Kam nix. Was? Es ist doch gut. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, Druck starten war offensichtlich 20.000 oder so. Aber du hast ja noch genug wahrscheinlich, ne? Du hast ja noch 500.000 auf Lager. Upsi. Als ob wir so wenig nur noch verkaufen. Oder es fehlen einfach wirklich die ganzen Betriebssysteme. Das würde so viel erklären, wenn einfach nur die ganzen Betriebssysteme fehlen. Und wir wirklich alles wie die Wahnsinnigen portieren müssen. Scrollen, scrollen, scrollen. Scrollen. So, da unten. Ah, guck mal, wir machen noch ein Update. Ah, weil wir auf Update gedrückt haben. Das macht er eigentlich auch automatisch, ne? Das sollte nicht in unserer Aufgaben, in unserer Hand liegen. Aber egal. Die Pausen sind auch einfach. Das ist einfach mal länger als der Wahnsinn. Verkaufen das Ding halt auch wirklich gar nicht, ne? Akzeptiert. Blau Büro. Schauen wir nochmal in die Details. Weil wir machen immer noch 800.000, so ist nicht. Und die digitalen Einheiten, die tun uns natürlich auch echt gut. Aber 2014, wer benutzt. Also ich gehe noch in den Laden. Wie macht ihr das? Also ich gehe in den Laden. Immer. So, wir nehmen die Portierung hier mal wieder raus. Dann sehen wir auch wieder genug. Nämlich mit der Forschung. Die wollen wir natürlich immer im Auge behalten.
So, und die Teams sollten sich auch fokussiert hier rumkümmern. Wir brauchen das. Wir brauchen das. So. Ja, hier müssten wir wahrscheinlich... Nach der Folge muss ich hier wahrscheinlich nochmal Hand anlegen. Nochmal ein wenig genauer hier reingehen und reingucken. Aber das ist schon in Ordnung. An und für sich ist es ja voll in Ordnung. So ein großes Unternehmen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute wir sind. Weil ich will es wirklich gar nicht zählen. Das ist der Wahnsinn. Ist schon crazy. Ich finde es richtig gut. 2D-Team ist auch nicht mehr ganz so groß. Und der kann auch nicht wirklich Leute hier sich ranholen. Abenteuer-Team ist einer. Weil dir der dritte Stern fehlt. Ja, kein Wunder, dass das nicht vorangeht. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Im Betriebssystem-Team sind nur noch 2 Leute. Ja, gut. Natürlich wird das nicht fertig. Ja, gut. Ja, gut. Ich gebe zu, dass... Es sind Dinge passiert. Ich sag mal so, es sind Dinge passiert und zwar keine guten. Und zwar gar keine guten. Freunde, ich wünsche euch einen ganz bezaubernden Abend oder Nachmittag. Wann auch immer ihr diese Folge schaut. In der nächsten Folge werden wir uns als allererstes hier rumkümmern. Das kann ja nicht angehen. Oh, und das ist ja bestimmt schon seit 3-4 Folgen der Fall. Diese geballte Kompetenz manchmal. Ja gut, hast 10 Aufgaben und man wundert sich, warum man nicht fertig wird. Also Abenteuerteam. Und er entwickelt auch einfach schon. Wann soll das denn rauskommen? 2016, oh mein Gott. Wie willst du das denn machen? Die Künstler arbeiten, ja, aber er ja nicht. Geil. Oh Mann, okay, wir lassen das noch kurz durchlaufen, weil ich ganz gerne hier noch die 100% haben möchte und dann machen wir das. Ja, komm. Roulette, maybe? Also, es sind, also... Ich bin sprachlos, ich bin sprachlos. Wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz bezaubernden Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Kopplu.